Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Mystica TV. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, einen Menschen zu lesen, mediale Möglichkeiten. Und es gibt das Gesichtslesen. Und heute ist der Experte zu diesem Thema bei mir, der die beiden Bücher Ich lese dich und Ich lese deine Lebensaufgabe geschrieben hat. Und das ist Erik Stand-Up. Ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung, Thomas. Sehr gerne, lieber Erik. Freue mich sehr, mit dir zu sprechen. Wir haben uns ja schon mal gesehen vor einigen Jahren. Und auch euch wünsche ich schon jetzt viel Freude. Ja, Gesicht lesen, spannende Geschichte. Wir sind uns schon mal begegnet und da hast du ganz viel auch über diese Wissenschaft erzählt. Und in dem heutigen Gespräch und auch in deinem neuen Buch geht es um die Lebensaufgabe, die man wohl auch im Gesicht lesen kann. Das finde ich total spannend. Wie ist es eigentlich bei dir? Warst du schon immer in deiner Lebensaufgabe? Hat sich das in deinem Leben verändert? Bist du auch durchs Gesicht lesen nochmal auf neue Ideen gekommen, indem andere dein Gesicht gelesen haben? War ich schon immer in meiner Lebensaufgabe. Zu Anfang eines Lebens ist vermutlich jeder in seiner Lebensaufgabe und entfernt sich dann davon. Schön gesagt, ja. Ich denke, ich habe viele meiner Ingredients, ich komme gerade aus USA, ich muss erst wieder die deutschen Worte finden. Well, that's no problem. Ich habe viele meiner Ingredients zu meiner Lebensaufgabe gelebt. Dazu gehören zum Beispiel Talente. Aber man kann auch diese Talente verlierend leben, indem man sie zum Beispiel missbräuchlich lebt oder so lebt, dass man sich sogar destruktiv sich selbst gegenüber verhält. Von daher habe ich Werkzeuge benutzt, die meiner Lebensaufgabe dienlich wären, aber ich habe sie eben nicht gewinnend gelebt. Und von daher war ich noch nie so nah meiner Lebensaufgabe, wie ich es vielleicht jetzt gerade bin. Bist du mit Sicherheit. Was heißt gewinnend leben? Gewinnend leben heißt, wenn man ein Talent hat, nehmen wir mal ein Beispiel, nehmen wir das Talent der Kommunikation, dann kann man natürlich Worte gewinnend nutzen, indem man zum Beispiel Menschen beflügelt, inspiriert, Dinge vermittelt, lehrt. Man kann seine Wortgewalt natürlich auch für andere Dinge nutzen. Ja, da gibt es, glaube ich, genügend Beispiele von der Politik über die Wirtschaft, über den Nachbarn, der über den anderen spricht. Und dann nimmt man die Worte vielleicht manipulativ und das wäre dann verlierend. Verstehe. Ja, das stimmt. Ja, du bist ja wirklich in der Welt unterwegs. Wie hat sich denn dein Tätigkeitsfeld in den letzten Jahren nochmal verändert oder erweitert? Was ist da vielleicht dazugekommen? Die Thematik hat sich schon mal verändert. Natürlich nicht die Thematik Gesicht lesen, sondern die inhaltliche Thematik. Vor 3-4 Jahren haben die Menschen sich viel mehr für Themen interessiert wie Partnerschaft, wie Ernährung, wie Karriere. Und vielleicht jedes 12., 14., 15. Reading, da ging es um Themen wie Berufung und Lebensaufgabe. Und jetzt ist es jedes zweite. Wow. Also ist irgendwas passiert auf der Welt. Mich hat es irgendwie über Nacht wie ein Schneesturm erwischt. Was ist denn jetzt los? Jeder zweite will es auf einmal wissen. Also das war fast per Druckknopf. Und natürlich kann ich mir das rational ein bisschen erklären. Jeder sitzt zu Hause an seinem Homeoffice oder ist eingekerkert oder reist nicht wie sonst oder hat nicht die Ablenkung durch Medien. Ach doch, durch Medien gab es genug Ablenkung, aber durch Theater, Kino, was auch immer. Und macht sich vielleicht Gedanken über sich und sein Leben mehr als üblich. Vielleicht auch über die Vergänglichkeit des Lebens oder wie schnell Dinge eingeschränkt werden. Und auf einmal macht es Klick und man denkt, Moment mal, das kann doch noch nicht alles sein. Das ist so der rationale Ansatz dazu. Denke ich auch. Also es ist ja wirklich eine Wendezeit für viele Menschen gewesen. Viele sind auch echt an Probleme, an Themen gekommen und haben dann ihr Leben nochmal neu angesehen. Was für ein Mensch möchte ich eigentlich sein in dieser Welt? Ne? Ja. Als ich mit Gesichtlesen anfing, und ich hatte ja nie den Vorsatz, Gesichtleser zu werden, war das Thema Lebensaufgabe für mich kein Thema. Ich habe das erst 6-7 Jahre später mit meinem chinesischen Lehrmeister überhaupt kennengelernt. Dieses Wort Lebensaufgabe. Ich kannte schon das Wort Berufung, hatte da irgendwie etwas im Kopf mit Beruf. Und das ist dann ganz toll, wenn man die Berufung hat im Beruf. Aber das hat mich gar nicht so tangiert. Für mich war Lebensaufgabe etwas wie, ja gut, guckst du halt, dass du ein gutes Leben hast. Das ist so genug Aufgabe. Aber als ich ihn dann das erste Mal dieses Wort nutzen gehört habe, im Zusammenhang mit einem malaiischen Geschäftsmann, und er sagte zu ihm, du lebst deine Lebensaufgabe nicht, denn du lebst den und den und mit den Talenten, die du hast, könntest du eigentlich den und den leben und damit hättest du viel Glück in deinem Leben, da bin ich schon sehr hellhörig geworden.
Und du hast vorhin gesagt, als Kind leben wir eigentlich alle unsere Lebensaufgabe und dann, ja, was geschieht? Wir machen Quatsch oder machen Erfahrungen und denken zu viel nach, entfernen uns oft davor. Heißt es, dass die Lebensaufgabe eigentlich von Anfang an in uns gelagert ist? So der Glaube der Gesichtleser. Ja, okay. Wir glauben, niemand kommt auf die Welt ohne Sinn. Wir glauben, dass jeder Stein, jeder Baum, jeder Grashalm hat einen Sinn. Zu glauben, dass man ohne Ursache und Folgewirkung irgendwie auf dem Planeten hier Lust wandelt, ist für uns nicht nachvollziehbar. Und wenn wir also alle mit einem Sinn auf die Welt kommen, dann ist der Sinn in der Lebensaufgabe sozusagen beinhaltet. Ne? Das ist praktisch die Selbstverwirklichung, die sich dann in der Lebensaufgabe äußert. Und als Kind sind wir der erstmal noch sehr nahe, schon deshalb, weil wir gerade geboren sind, mit dem Auftrag, leb doch dein Leben gemäß deines Wesens. Und als Kind sind wir unseren Talenten häufig noch viel näher, als wir es dann später als Erwachsener sind. Wir beschäftigen uns als Kind viel mehr mit dem, was wir gut können, als wir später als Erwachsener, wo viel mehr Fremdeinflüsse dann dazugekommen sind. Wir gehen in den Kindergarten, schauen Kindern zu und wir sehen, Kinder haben ihre Präferenzen. Die einen bauen lieber Sandburgen, die anderen treten lieber gegen den Ball. Das eine Kind kümmert sich um das andere und will es lieber trösten, weil es gerade weint. Das andere Kind singt lieber. Und da sehen wir schon erste Schwerpunkte und Talente. Und die müssen irgendwo auch was mit der Lebensaufgabe zu tun haben. Ja, und dann ist man in der Schule und lernt verschiedene Dinge und weiß vielleicht gar nicht mehr, warum bin ich eigentlich hier. Das heißt, jetzt kommen immer mehr Menschen, die eigentlich auf der Suche sind, wer bin ich wirklich, oder? Kann man das so sagen? So ist es. Wer bin ich wirklich? Und es ist sehr interessant, denn bevor man feststellt, wer bin ich wirklich, kommt oft die Frage, warum? Und vor allen Dingen kommt auch noch die Frage, was kann ich überhaupt? Also es kommen viele Menschen, sagen, ich bin talentfrei. Vielleicht mal kurz erklärt, Talente haben mit der Lebensaufgabe sehr viel zu tun. Denn wenn wir unsere Talente leben, dann haben wir eine höhere Chance, glücklich zu sein. Ja. Wenn wir unsere Talente missachten oder sie gar nicht kennen, dann wird es schwerer, glücklich zu sein. Wenn wir glücklich sind, können wir uns sehr sicher sein, dass wir unsere Lebensaufgabe leben. Deshalb benutze ich das Wort Talente in dem Zusammenhang. Naja, und da gibt es ja ganz unterschiedliche Talente. Wie viele gibt es da so? Kann man es überhaupt aufzählen? Ich denke, es geht um die Modelle, die man da nutzt. Im chinesischen Gesichtlesen gibt es ein Modell, das kennt 30 Talente. Das hat manchmal sehr selbsterklärende Worte wie Talent der Kommunikation. Da geht es dann eigentlich nur noch darum, schreiben, vortragen, übersetzen. Also gibt es dann nochmal so unterschwellige Punkt A, B, C, D, E. Und dann gibt es welche, die sind etwas schwerer im Erklären. Talent der Natur. Was soll denn das für ein Talent sein? Naja, das findet man eher bei Menschen, die zum Beispiel sich der Landschaft widmen, dem Gärtnern oder vielleicht dem Wandklettern oder Park Ranger. Also es gibt auch für diese Menschen sozusagen einen Berufsschwerpunkt, wenn sie das im Beruf verwirklichen wollen. Okay, spannend. Bevor wir noch tiefer ins Gesichtslesen einsteigen und noch in die Lebensaufgabe, mal so eine kritische Frage, die dir sicher auch schon öfter gestellt wurde. Es gibt auch so viele Menschen, die sich operieren lassen, die ihr Gesicht verändern lassen, gerade bei Schauspielern. Die haben dann irgendwann ein sehr schönes, gut gestaltetes Gesicht. Aber da kann man doch jetzt nicht mehr deren Lebensaufgabe lesen. Oder hat sich die mit der Veränderung des Gesichtes verändert? Wie ist da so deine Sichtweise? Die Veränderungen sind ja nicht so dramatisch. Häufig lassen die Menschen sich vielleicht die Lippen aufspritzen oder die Nase neu formen oder lassen irgendwelche Falten wegspritzen. Das Gesicht ist so eine reiche Informationsquelle. Wenn man etwas verändert, sind halt Informationen verändert oder sie sind gelöscht. Das heißt, ich muss dann eben über andere Wege Dinge nachlesen. Ja, aber natürlich fällt es natürlich bei einem durch das Leben geformtes Gesicht leichter nachzulesen, wie bei einem Buch, bei dem mehrere Seiten rausgerissen worden sind. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Also bei einer OP, wir nennen es ja Schönheits-OP, manchmal ist dem ja auch so, fehlen halt in einem 200-seitigen Buch 17 Seiten. Und ich muss mir zusammenreimen, was in diesen 17 Seiten wohl so gestanden hat. Denn ich kenne ja den Zusammenhang zwischen den anderen Seiten. Aber du siehst wahrscheinlich auch sofort, wenn das operiert wurde, ne? So mit einem feinen Blick. Zu 90%, da bin ich sehr... Muss man auch gar nicht bewerten. Manche machen Nein, es gibt Gesichtleser sind sowieso recht neutral in ihrer, in ihrer Ansicht. Aber in etwa 90% der Fälle kann man sehen, weil es einfach zu ideal ist, wenn man das so will. Aber ich muss das eigentlich gar nicht sagen, denn die Kunden sagen es oft schon selbst. Ja, kann man das überhaupt lesen? Ja. Ich habe nämlich hier und da was machen lassen.
Und da kriege ich das mit. Ah ja, klar. Ja. Und noch eine zweite Frage in dieser Hinsicht. Es gibt ja Menschen, die sich im Laufe des Lebens stark verändern. Ja? Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das aus einem deiner Bücher habe, aber König Ludwig ist ja so ein Beispiel, der einfach im Älterwerden ganz anders aussah. Er ist ja nicht alt geworden. Mhm. Würdest du auch sagen, das entspricht auch seinem Lebenswandel? Hätte man das auch so lesen können? Den müsste ich mir jetzt ein bisschen abprüfen, aber generell entspricht der Lebenswandel natürlich auch der Veränderung im Gesicht. Ja. Unser Gesicht verändert sich gemäß unseres Lebenswandels. Mhm. Und man kann dann eben Geschichten lesen und Rückschlüsse ziehen und schauen, lebt dieser Mensch authentisch im Sinne seines Starts in den Leben? Mhm. Oder hat sich da was rausgebildet, was eigentlich viel total konträr ist zu dem, was ihn eigentlich ausmacht? Mhm. Ja. Ja. Das ist ein bisschen die Detektivarbeit, die manchmal dahinter steckt. Und es ist ja auch, ich empfinde dich ja auch wirklich als ein Forscher. Na, du hast, hast ständig gelernt, lernst ja wahrscheinlich mit jeder Sitzung noch dazu. Ja. Und ich kenne dich ja auch und weiß, dass da ganz verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Und trotzdem gibt es so ein paar grundsätzliche Dinge wie die Gesichtsform. Gell? Da gibt es also, ich glaube, so ein paar grundsätzliche Gesichter. Jade-Gesicht ist mir jetzt noch in Erinnerung. Magst du da mal so zwei, drei Beispiele aufzeigen? Also, wenn man zu einem wirklich gut ausgebildeten Gesichtleser geht, dann spielt eben nicht nur Merkmale eine Rolle, wie Nase, Auge, Mund, sondern es spielt auch die Mimik eine Rolle. Mhm. Denn die Mimik, die ist ja Ausdruck dessen, was man denkt und fühlt. Mhm. Es ist eben verbunden, das Gehirn verbindet sich eben über die Nervenbahnen mit den Gesichtsmuskeln. Aber auch das ist noch nicht alles. Man hört auch auf die Stimme, auf Stimmfrequenzen, auf die Art und Weise, wie sich eine Stimme entwickelt. Denn wir alle haben nicht mehr die Stimme, die wir als Kinder hatten. Mhm. Mhm. Auch die Mimik ist nicht mehr die gleiche wie als Kinder. Wenn man alleine mal dran denkt, wie Kinder lachen, da gibt es keine Diskussion. Und wie Erwachsene lachen, zum Beispiel manche so. Also hat sich da was verändert. Und das dritte, vierte, was noch dazu kommt, sind zum Beispiel auch gestische Dinge. Weniger die Körpersprache, die ist doch sehr leicht veränderbar. Manchmal oder erlernbar. Erlernbar, oder, ne, so kulturell. Ja, richtig. Aber die Gestik, vor allen Dingen jene, die eben sehr nah immer zum Gesicht geht, die machen wir doch sehr unterbewusst. Keiner hat in seinem Kopf den Wunsch, ich greife jetzt mal an mein Ohrläppchen und ziehe dran rum. Mhm. Warum, weiß ich noch nicht, aber ich will es machen. Ja, sondern wir machen das aus einem Reflex heraus. So, an dem Beispiel, was könnte das sein? Naja, man sieht das sehr häufig, dass das Greifen ans Ohr in einer Konversation macht meistens der endlich zu Wort kommen will. Also der andere redet mir wird es jetzt zu entweder unangenehm oder ich will doch auch mal was sagen. Man greift dann häufig an das Ohrläppchen und zieht sich dran, um den Reiz zu sagen, hallo, jetzt bin ich dran. Mhm. Und wenn man das weiß und dem anderen das Wort gibt, dann wird das oft sehr wertschätzend gesehen und man kann daraus wiederum etwas Positives ableiten. Mhm. Ne? Wie ist es eigentlich damit? Also manche sagen, das ist abwehrend, aber ich weiß nicht, es hat auch was Schützendes, wenn Menschen so machen. Es hat was Bequemes und es hat was Wärmendes. Mhm. Also es gibt eben dafür viele Dinge. Ohne die Mimik ist diese Körpersprache fast wertlos. Ich verstehe. Das ist ein Zusammenspiel, du schaust den verschiedenen Komponenten an. Genau, ich bin kein Fan von einem einzelnen Merkmal, das dann ganz viel aussagen soll. Mhm. Das ist wie bei einem Haus, wenn mir einer sagt, das Haus hat rote Ziegeln, dann weiß ich trotzdem nicht, ob es dreistöckig ist, einstöckig, welche Ziegeln sind es denn und so weiter und so weiter. Wie viele Fenster hat es? Ja. Also je mehr Merkmale du verbindest, umso größer erweitert sich das Bild. Mhm. Dann nehme ich mal an, hältst du auch nicht so viel von diesen Verführungsbüchern, wie verführe ich eine Frau, indem ich lächle und offen bin und so, sondern es hat ja auch mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, wie ich mich einer Frau öffne, oder? Und mit der Frau. Ja, ach so, stimmt. Denn will die verführt werden und will die von so einem Typen verführt werden? Richtig. Und ja, natürlich mag es ich sage jetzt mal sehr salopp, vom Triebverhalten her Dinge geben, die dem eher positiv gegenüberstehen. Ja. Aber am Ende geht es ums Detail und wir sind alle individuell und es geht auch um den Moment. Mhm. Vielleicht würdest du die heute verführen, aber heute geht es gerade nicht, denn sie hatte gerade einen riesen Streit mit ihrer Mutter und ist für sowas gar nicht empfänglich, aber in 2,5 Tagen wird es gehen. Also ja, ich sehe diese Sache als, es ist lehrreich, man kann dadurch viele Rückschlüsse ziehen,
Aber am Ende geht es um den individuellen Standpunkt. Mhm. Und wahrscheinlich doch eigentlich um das zugewandte Herz. Und wie ich dann aussehe, das zeigt sich dann schon. Wenn ich zu sehr auf Mimik und Handhaltung achte, dann bin ich überhaupt nicht mehr authentisch. Das finde ich als sehr schwierig, denn am Ende verlieben wir uns in Augen. Ja. Und warum verlieben wir uns in die Augen? Naja, weil die Augen eben über eine Nervenbahn auch mit dem Gehirn und wenn man so will, dadurch auch mit dem Herzen verbunden sind. Denn unser Gefühlsleben spiegelt sich ja auch in unserer Denkweise wieder. Mhm. Und deshalb verlieben sich Menschen in die Augen und sagen, sie sind das Tor zur Seele. Mhm. Wenn man ein total trockener, nüchterner Mensch ist, kann man auch sagen, sie sind das Tor zum Gehirn. Letzten Endes ist das der Schlüssel. Mhm. Schön. Ich würde sagen, wir gehen gar nicht zu sehr in die ganzen Details. Die findet man ja in deinen Büchern, verschiedene Gesichtsformen, verschiedene Arten der Lippen, Haltung und alles Mögliche. Aber wie kann man selber so ein bisschen lernen, sich besser kennenzulernen? Ich erinnere mich an die Spiegelübung, sich im Spiegel betrachten. Magst du das mal beschreiben, was man da... Das ist eine sehr interessante Übung, denn wenn wir uns mit Menschen verbinden, dann schauen wir denen in die Augen. Mhm. Ich rate oft Paaren, die in einer Krisensituation sind, dass sie sich in der Woche 2 bis 3 Mal für 5 Minuten nur in die Augen schauen, ohne dass ein Wort fällt und ohne dass irgendwelche Störgeräusche wie Handy etc. passieren können. Nach diesen 5 Minuten nicht miteinander sprechen, einer verlässt den Raum und wenn man sich wieder trifft, halbe Stunde mindestens später, nicht drüber reden, was man gespürt und gefühlt hat. Das einfach mal stehen lassen, weil dieses drüber reden ist schon wieder ein Rationalisieren. Wenn wir uns in die Augen schauen, lösen wir Oxytocin, ein Bindungshormon. So, und jetzt schauen wir uns mal im Spiegel an, selbst. Das heißt, wir verbinden uns auch mit uns selbst. Und da kann viel passieren, nämlich die Frage sich stellen, Mensch, wer bin ich denn noch? Oder was mache ich denn hier eigentlich in meinem Leben? Man stellt sich also tatsächlich viel schwerwiegendere Fragen, wenn man sich mal länger im Spiegel betrachtet, weil man sich mit sich selbst wieder verbindet. Wir sind so oft im Außen, das muss ich noch tun, die To-Do-Liste, all das. Solche Dinge werden einem nicht wahr. Und wenn die Menschen in den Spiegel schauen, dann geht es oft um oberflächliche Dinge. Ach, das Haar sitzt nicht. Oder Mensch, ich müsste mich auch mal wieder rasieren. Ach, der Lidstrich. Aber das Tiefe in sich blicken, das funktioniert eben über den Augenkontakt mit mir selbst im Spiegel. Schön. Ich habe das wirklich gestern auch mal gemacht. Nicht so, dass ich noch nie in meinen Spiegel geblickt habe, aber mit dieser Bewusstheit und merkte dann, auch oh, schön, habe ich mir sogar zugelächelt und fand mich irgendwie das schon schön. Ja, und tatsächlich, man denkt da gar nicht dran, aber es ist interessant. Ja. Wir gucken andere Menschen, häufig auch Fremde, zum Beispiel bei einem Verkaufsgespräch, länger an als uns selbst oder als Menschen, die uns nahe sind. Mm. Und ich möchte nicht das Angucken sagen, ich gucke die Frau an, was sie denn heute für ein Kleid anhat, sondern in die Augen. Mm. Schön. Das ist sehr intim, das ist sehr verbindend, aber es deckt vieles auf über uns selbst und unsere Gefühlslage und hilft uns, wenn wir es beachten und wahrnehmen. Waren wir früher eigentlich alle viel bessere Gesichtsleser, noch bevor es das intellektuelle Verarbeiten und Denken gab und so? Früher war niemand dabei, außer wir glauben an Reinkarnation. Aber es ist zu vermuten, denn Kinder sind gute Gesichtsleser. Ja. Und Kinder sind praktisch wie früher, denn sie sind ja jetzt nicht vorgeprägt durch Sozialisation. Das kommt ja im Laufe dann der Jahre dazu. Und es ist wohl anzunehmen, denn wir lassen uns ja heute sehr leicht ablenken von Worten zum Beispiel. Mhm. Früher gab es keine Worte. Also vor ein paar 10.000 Jahren hat man sich eben durch Mimik und Gestik miteinander kommuniziert. Mhm. Und da konnte keiner beeindrucken, weil er jetzt rhetorisch gut geschult war. Mhm. Sondern er hat vielleicht beeindruckt, weil man ihm in die Augen geschaut hat und gewusst hat, oh, besonders gutmütiger Mensch oder besonders hasserfüllter Mensch etc. Mhm. Ja. Deswegen ist es anzunehmen. Ja. Naja, und in den letzten 2 Jahren war es ja auch nicht gerade einfach. Ich glaube, für viele Kinder, die sogar aufgewachsen sind mit Menschen, die nur Masken tragen, viele sehen es ja sehr kritisch. Ich würde sagen, okay, jetzt ist es ja wieder besser und das normalisiert sich wieder. Aber würdest du schon auch sagen, da hat etwas Enormes gefehlt, auch als Lernmöglichkeit der Kinder, die Menschen wahrzunehmen? Wenn wir uns mal den Smiley betrachten, da sieht man halt Auge, Mund. Ja. Und warum sieht man die? Man sieht keine Ohren, keine Nase. Naja, man sieht die, weil das die 2 wichtigsten Merkmale in einem Gesicht eines Menschen sind. Mhm. Und wenn natürlich die Hälfte abgedeckt ist, dann ist es halt schwieriger, den anderen kennenzulernen. Mhm. Das ist ganz einfach. Wir können nie die volle Emotion sehen, wenn wir nur die Augen sehen. Mhm. Außer man ist geschult, dann kann man über 3, 4 kleine Kniffe da auch noch nachlesen. Mhm. Aber das muss dann schon wieder geübt sein mit Vokabeln. Aber genau genommen, ohne den Mund oder ohne die Augen, wir sehen nur den Mund,
Das ist recht schwer. Und wenn man in der Lernphase ist, also die Emotionswelt und Gedankenwelt der Erwachsenen kennenzulernen, und die ist schon kompliziert genug, weil wir Erwachsene haben viele Mischemotionen, ne? Zum Beispiel Schadenfreude, die Mischemotionen von Freude und Verachtung. Mhm. Als Kind verstehe ich nicht, warum freue ich mich, wenn ich jemanden verachte. Mhm. Und das können Kinder nicht nachvollziehen. Und das ist dann noch schwerer, wenn du ohnehin nur die Hälfte der Mimik siehst. Mhm. Ja. Ja, spannend. Okay, die Lebensaufgabe. Die Lebensaufgabe. Jeder hat eine und die ist völlig unterschiedlich. Es gibt so ein paar Grundtypen, glaube ich, wenn ich dich richtig verstehe. Ich glaube so 80 und du hast, glaube ich, ungefähr 50 übersetzt ins Deutsche aus dem Chinesischen. Habe ich das richtig mehr gemerkt? Grob kann man das so lassen stehen. Ja. Ja. Denn im Detail ist es dann so, dass man je nachdem, bei welchem Chinesen man das lernt, mal auf 45 stößt oder auf 61. Ah, ja. Aber die Bandbreite stimmt im Grunde. Ja. Genau. Und ist es dann auch in Asien, sind es da zum Teil etwas anders geartete Lebensaufgaben oder würdest du schon sagen, nee, das ist global gleich verteilt? Sie sind erstmal anders geartet, weil die Lebensaufgaben aus der Mystik der Chinesen genommen wird. Das heißt, wir haben es da mit mystischen Figuren zu tun, die wir teilweise, nee, nicht teilweise, wir kennen die alle nicht, außer man hat es studiert. Aber die Chinesen hätten auch große Probleme, unsere Nibelungen-Saga auseinanderzunehmen und warum ist Siegfried jetzt da mit dem Drachen im Kampf, denn die finden den Drachen gut. Ja. Das zu übersetzen in ein westliches Denkwertesystem war sozusagen die Aufgabe. Mein Lehrer, der aus Hongkong war und Englisch sprach, machte es mir dadurch auch leichter, mit ihm das auszutauschen. Und ich habe dann einfach englische Begriffe gesucht, die kann man dann auch ins Deutsche nochmal übersetzen, um näher zu bringen, was eine Lebensaufgabe für einen Menschen darstellt. Mhm. Wichtig ist, dass das Hilfen darstellen. Nicht, dass man denkt, wenn man jetzt hört, deine Lebensaufgabe heißt Botschafter, dass es dann bedeutet, ich muss jetzt zu den Vereinten Nationen oder für mein Land eine Botschaft in einem anderen Land bestreiten, sondern dass man überlegt, Moment mal, das, was ich im Leben tue, könnte man das als Botschafter sehen? Ich glaube, du bist auch ein Messenger. So ist es, genau, deswegen nehme ich gerade das Beispiel. Ja. Wenn dem so ist, dann weiß man, offensichtlich lebe ich vieles von dem, wofür ich in die Welt gebracht wurde, aus. Mhm. Und ja, ich sehe mich sozusagen auch in dieser Rolle eines Botschafters. Dann gilt es wahrscheinlich noch herauszufinden, was ist überhaupt meine Botschaft? Und auch das kann man vielleicht so ein bisschen herausfinden. Das ist zum Beispiel eine interessante Herausforderung für mich, wenn ich bei einem Menschen erkenne, das ist ein Botschafter. Dieser Mensch spürt auch, er will was botschaften, aber er weiß nicht was. Mhm. Mit anderen Worten, er weiß, wofür er da ist, aber er weiß nicht, was er eigentlich mitteilen soll. Ja. Und ihm dann jetzt zu helfen auf diesem Weg und ihm zu zeigen, wie er zu diesem Thema kommt, denn das kann ich auch nicht im Gesicht ablesen, aber ich kenne die Wege dahin, das ist dann sozusagen dann mal die Herausforderung. Also es geht gar nicht oft so um den Titel, viele kommen auch und sagen, ich weiß, was meine Lebensaufgabe ist, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Das ist auch was Spannendes. Ich habe auch Leute, die sagen, ich bin als Sprecher geboren, aber wenn ich auf der Bühne stehe, weiß ich gar nicht, worüber ich eigentlich sprechen soll. Und viele werden dann Schauspieler, weil sie dann nämlich einen Text kriegen. Ja. Das ist ein Anfang. Ja, absolut. Und gibt es da manchmal auch Menschen, die, wie du schon sagst, überzeugt sind von ihrer Lebensaufgabe und du siehst etwas ganz anderes? Gibt es da ein Beispiel? Fällt dir da mal so eine Geschichte ein, wo du einen Menschen begleiten konntest? Eine Geschichte habe ich in Luzern erlebt. Mhm. An einem Sonntag, der Kurs war am Beginn, ich hatte einen Workshop. War gefüllter Raum mit Leuten und bei mir ging die Technik mal wieder nicht. Da habe ich mich schon dran gewöhnt. Also ich fummelte da öfter energetisch. Bei mir bleibt die Karte stecken oder der Lift bleibt stecken. Also irgendwie habe ich mich dran gewöhnt. Du hast eine fluoreszierende Ausstrahlung. Ich habe eher das Gefühl, ich soll Geduld lernen. Okay. Das sind immer so Sachen, die mich einbremsen. Ja. Auf jeden Fall fummelte ich da an dem Mikro rum. Und in der ersten Reihe saß einer und sagte, Herr Stand-up, ich brauche gar nicht so viel Zeit, kann ich schon was fragen? Mhm. Was für eine Frage haben Sie denn? Ja, meine Frage ist, ich bin eigentlich nur hier, um zu fragen, ob ich meine Lebensaufgabe lebe. Und dann sagte ich ganz schnell und salopp, nö, tun Sie nicht. Und dann war er so eine Mischung aus neugierig bis aufgebracht. Moment mal, Sie haben gar nicht mein Gesicht gelesen. Ja. Und sage, stimmt, aber jemand, der seine Lebensaufgabe lebt, der fragt sowas gar nicht. So ist es. Der sitzt auch nicht in diesem Kurs. Ja, ja. Der weiß, das, was ich tue, das erfüllt mich so. Da brauche ich nicht noch eine andere Autorität, die das jetzt absegnet oder mir näher bringt oder erklärt. Die einzige Ausnahme ist, jemand weiß oder er glaubt, er lebt seine Lebensaufgabe. Weiß und glaubt, das sind Unterschiede. Aber er weiß halt nicht, wie er dahin kommt.
Also wer das da final macht. Aber das ist sehr selten der Fall. Die meisten Menschen kommen und sagen, keine Ahnung, was es sein könnte. Ist es vielleicht das oder das? Mhm. Und manche haben noch nicht mal eine Auswahl. Ja. Ja, im Buch fällt mir eine Geschichte ein, habe ich gerade gespickt auf meinen Zettel, ein Mann, der so irgendwie, glaube ich, Geschäftsführer war und überzeugt ist, jetzt noch mehr Personal führen zu wollen. Da hast du gesagt, nee, also eigentlich mögen sie Menschen gar nicht, sie mögen Zahlen. Magst du das nochmal schildern, wie das so vorgegangen ist? Eigentlich mögen sie Menschen nicht, sie mögen Zahlen, ja. Das ist ein häufiges Problem. Vielleicht, es ist lustig, dass du dieses Beispiel nimmst, genau. Also in San Francisco gab es einen, den gibt es übrigens noch, einen CEO einer Kapitalgesellschaft. Den wir jetzt nicht nennen werden. Den wir nicht nennen werden und Gott sei Dank gibt es da ein paar mehr, aber es verengt sich dann sehr schnell. Mhm. Und mit dem habe ich sehr viel zu tun gehabt über die Jahre, denn er hat mich oft als Spiegel genutzt. Er hat geschätzt, dass ich sehr direkt ihm sagte, was ich so sehe. Hat ihm nicht immer gepasst, aber er hat das geschätzt, denn er hatte genügend Kopfnicker und Ja-Sager um sich herum. Ja, und ich habe ihm oft gesagt, du gehst kaputt, du hast einen Burnout, du wirst das nächste haben, ich weiß das selbst, auch von mir. Ja, und dann habe ich ihm oft nahegelegt, vielleicht seinen Beruf mal anders auszuleben oder zu überlegen, was er sonst noch im Leben machen könnte. Und das, wenn ich so zwischenfragen darf, das siehst du einfach an einzelnen Dingen im Gesicht, dass ein Mensch ich glaube, jeder von uns sieht, wenn es einem Menschen nicht gut geht. Ja, das stimmt. So, und jetzt sehe ich einen Menschen über 5, 6 Jahre und es geht ihm immer nicht gut. Also es kann ja mal einmal nicht sein, weil er Grippe hat. Ja. Aber immer, wenn ich ihn sehe, und das war dann über die 5, 6 Jahre etwa 18 Mal, sieht der immer schlechter aus. Woran kann es liegen? Naja, entweder am Privatleben oder am Berufsleben, dass er sich da irgendwie verausgabt. Ne? Also das ist, da muss man, glaube ich, gar nicht Gesicht lesen, sogar studiert haben, trägt man es ja in sich. Deshalb habe ich ihm nahegelegt, da mal entweder kürzer zu treten oder sich was anderes auch mal zu suchen. So, und irgendwann überraschte er mich mit der Aussage, Eric, ich habe mir was überlegt, ich mache das jetzt ab sofort. Und dann war ich selbst überrascht, dass der auf einmal so motiviert ist. Und dann sagte ich, was ist es denn? Und er sagte, ja, ich trinke gerne Kaffee und ich will unbedingt um die Ecke einen Coffeeshop eröffnen. Und ich glaube, damit kann ich runterfahren und dem Burnout hier im Office als Geschäftsführer entkommen. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist überhaupt eine total schlechte Idee. Er war total enttäuscht. Dann sage ich, nochmal, wie viele Coffeeshops gibt es denn hier um die Ecke? Das wusste er nicht. Ich konnte sie ihm einzeln nennen, weil ich mag auch Kaffee. Dann sage ich, das ist schon mal der Anfang. Also du hast noch nicht mal recherchiert, wen es da gibt. Du kennst ihn nicht mal, weil du gehst oben bei euch in die Kantine, wo der Kaffee am billigsten ist, weil du nur einen Knopfdruck machst und fertig, obwohl er gar nicht mal so gut ist. Ich leiste mir die paar Dollars und hole mir lieber einen guten Kaffee wie den da oben. Bei dir steht da eher das Geld im Vordergrund, auch die Zahlen. Der Kaffee da oben, 0, kostet mir nichts. Da unten 6 Dollar, 5 Dollar, wie auch immer. Das ist also für ihn schon mal eine wichtige Größe. Und dann hast du mich oft hierher geholt, weil ich so der Einzige bin, der so richtig mit dir kann. Was an dir liegt, weil du öffnest dich nicht gern gegenüber Menschen. Also ist auch nicht schlimm, ist halt so vom Typ. Nein, das ist so, das darf er ja auch. Aber wenn du keine People Skills hast, also keine Talent der Menschen, so nennt man das, ein Café zu öffnen, wo mehrere hundert Leute am Tag reinkommen und du die vielleicht als Barista begrüßen willst und ihnen einen kurzen Moment des Ausbrechens geben möchtest, wie soll denn das funktionieren? Ja? Also mit anderen Worten, ich sah den mal überhaupt nicht als Gastgeber und als Menschenkenner und Menschenaustauscher. Ich habe gesagt, am Ende des Tages wird für dich vielleicht die Zahlen zählen, weil du guckst, wie viele Kaffees du verkauft hast und wie viel Dollar du eingenommen hast. Und dann wirst du sehr frustriert sein, weil die Summe nicht mit dem übereinstimmt, was du gerade hier für Summen bewegst. Du bist jemand, der kann mit Zahlen umgehen. Du bist jemand, der kann auch gut führen, wenn es um Zahlen geht. Mhm. Aber du bist kein Gastgeber, habe ich ihm gesagt. Und deshalb würde ich dir eher raten, tret kürzer, du arbeitest dir 6 Tage in der Woche, kommst als Erster, gehst als Letzter und sonntags arbeitest du auch, weil wenn du auf dem Golfplatz stehst, dann gibt es dafür immer einen Grund, nämlich Geschäfte machen und dann stehst du mit anderen Geschäftsführern auf dem Golfplatz. Du hast nie frei. Mhm. Das ist der Grund. Mhm. Es ist nicht der Grund, dass du deine Talente nicht leben würdest. Mhm. Es ist die Menge an Stunden, die du da rein investierst. Mhm. Spannend. Ja, da war er ein bisschen enttäuscht, aber hat es, glaube ich, eingesehen, wie man so schon sagt. Ja. Und bei Kindern ist es da leichter, gleich die Qualität der Lebensaufgabe zu sehen? Für einen Gesichtleser wäre es schwerer. Ah. Denn das Gesicht ist ja noch nicht voll entwickelt. Stimmt. Die Pubertät war noch nicht. Die Pubertät ist nochmal ein richtiger Schwung, wo man viel nachschauen kann. Und irgendwie ist es dann auch wieder leichter.
Denn die Kinder sind durch Sozialisation noch nicht versaut. Ja, ja. Und das kann passieren. Kann passieren. An der Sozialisation sind eben nicht nur die Eltern beteiligt, die hoffentlich Gutes im Schilde führen, sondern halt noch viele andere Menschen. Mhm. Aber auch das Zeitalter und das Land, die Stadt, manchmal das Stadtteil, viele kleine Dinge. Mhm. Aber bei Kindern könnte man unabhängig davon eines gut erkennen, man könnte sie einfach nur beobachten. Kinder sind viel stärker von ihrer Neugier noch geprägt, von ihrem Wissensdurst und damit, und was machen sie, um den zu befriedigen? Sie nutzen ihre Talente. Mhm. Sie sind spielerisch mit diesen Talenten unterwegs. Und wenn man das beobachtet, dann würde man sehr schnell wissen, worum es da geht. Ich habe auch mal einen Vortrag gehalten in der Green School auf Bali. Und da ist ja das Interessante, dass die Schüler dort gemäß ihren Stärken unterrichtet werden. Mhm. Also bemerkt man, dass einer keine Stärken in Mathematik hat, dann kriegt er das Fach nicht weggenommen. Aber er muss es nicht 18 Stunden in der Woche pauken, sondern hat halt 2-3 Stunden Mathe, damit er die Grundrechenarten drauf hat. Er hat aber die Fächer, die mit seinen Talenten in Verbindung stehen, in einer maximalen Summe. Und dadurch förderst du das Talent eines Menschen und bringst ihm dadurch auch ein Stück seiner Lebensaufgabe näher. Mhm. Denn er muss jetzt nicht mehr über die Hürden springen, Himmel, ich muss ja was lernen, für das ich überhaupt keine Kenntnisse und Talente habe, aber ich muss da durch, um überhaupt mal einen Abschluss zu bekommen, um dann was zu studieren, was mir hoffentlich liegt oder Spaß bereitet. Mhm. Auch doch spannend. Das heißt, wenn man jetzt auf der Suche nach seiner Lebensaufgabe ist, und da können wir vorstellen, viele Zuschauer sind das auch, die finden in deinem Buch natürlich ganz viele Tipps und das ist ja ein eigenes Forschen. Aber eben der Blick, wie habe ich als Kind gelebt? Was hat mich da interessiert? Was habe ich da gerne gemacht? Das könnte ja auch schon ein toller Hinweis sein. So ist es. Es gibt viele Wege, seine Lebensaufgabe zu erkennen. Als Gesichtleser nutze ich das Gesicht, denn es ist das Individuellste, was es so gibt bei Menschen. Ich habe im Buch aber auch noch 3-4 weitere Ansätze geschildert. Kannst gerne mal erzählen. Also der eine ist natürlich der Erfahrungsschatz, den wir haben. Das heißt, wie habe ich denn als Kind gelebt, dass man sich das anschaut? Wo waren meine Schwerpunkte? Was waren meine Traumberufe damals? Warum waren das da? Einfach dieses Reflektieren, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das andere ist ein erlebnisorientierter Ansatz, dass man zum Beispiel Dinge einfach mal ausprobiert. Mhm. Und zwar Dinge, für die man sich interessiert. Denn wenn man sich für etwas interessiert, dann steckt dahinter immer ein Talent. Kein Mensch hat Interesse für ein Thema, für das er nicht irgendwo in sich ein Talent trägt. Das ist ja gerade das Interessante, dass Menschen sagen, nö, das interessiert mich überhaupt nicht. Und die Frau sagt dann, wieso? Ich finde es toll. Ich muss die beiden anschauen, dann weiß ich warum. Mhm. Weil ich sehe, bei der Frau stehen Talente dafür. Ich habe vor 1-2 Wochen ein Paar gehabt, das ist vielleicht eine kleine Geschichte. Sie waren zusammen in Rom. Die Frau war total enttäuscht, dass der Mann wortbrüchig wurde, denn eigentlich war ausgemacht, dass beide zusammen Italienisch lernen und dass man dann nachmittags sich die Bauten da anschaut in Rom. Und er hat nach dem ersten Tag alles hingeschmissen. Hat sie sich gewünscht. Genau, sie hat sich gewünscht. Er hat es nach dem ersten Tag hingeschmissen und saß eigentlich nur noch in Cafés und Pizzerien rum. Das hat sich furchtbar aufgebracht. Sie hat schon ihre Beziehung deshalb in Frage gestellt. Die sind schon lange zusammen. Und ich habe gesagt, nee, das ist doch völlig nachvollziehbar. Sie haben Talent der Kommunikation und Sie haben Talent des Entdeckers, also des Investigierens. Das ist doch für Sie perfekt. Sie lernen Italienisch und dann schauen Sie sich noch Gebäude an. Ihr Mann aber, der ist ein guter Beobachter. Mhm. Und er ist ein Genießer. Das ist jetzt nicht unbedingt mit Talent verbindbar, aber mit einer Persönlichkeit. Mhm. Und dass der in einem Café sitzt und da lieber Kaffee trinkt und Menschen beobachtet, der wollte auch Urlaub haben. Mhm. Aber das war eben für ihn Urlaub. Und deswegen muss man die Beziehung nicht in Frage stellen, sondern man muss eben darauf eingehen, welche Talente hat denn der andere. Und dann kann man auch mal was alleine machen. Ja, super. Also auch dieses Beobachten der eigenen Talente, indem man einfach mal Interessen folgt, ohne gleich zielorientiert unterwegs zu sein. Genau. Die größte Problematik ist, dass wir die Lebensaufgabe mit dem Verstand suchen und damit beauftragen wir jemanden, der bei der Geburt gar nicht da war. Ja. Das ist der Letzte, den ich fragen würde, meinen eigenen Verstand, ist denn das hier meine Lebensaufgabe? Sondern ich würde mein Gefühlsleben fragen, wenn man so will, mein Herz. Denn das war bei meiner Geburt da, mein Unterbewusstsein war gefüllt bei meiner Geburt. Und das kann man nur erreichen, indem man Dinge tut, die einem Freude bereiten, die Neugier stimuliert. Mhm. Dann ist man in diesem Feld. Und es ist überhaupt das große Geheimnis, ne? Je mehr ich meiner Leidenschaft folge und dem, was ich wirklich gerne mache und da vielleicht sogar einen Beruf draus mache, umso besser geht es mir. Ne? So ist es, denn die Leidenschaften haben ja oft eben mit dieser Befriedigung der eigenen Neugier zu tun.
Ja, das Wort hat halt eben einen komischen Beigeschmack, ja, hier in Leidenschaft. Sobald, ja, das Wort und Leiden, ja, Leidenschaft Passion. Und Gier, bei, ja, neue, genau, Gier, ja, 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 nehmen, ja, wir einfach andere Sprachen, dann, ja, klingt das schon viel besser. Genau, Power, Passion, ja, ja. Passion, Curiosity, da, ja, ist nichts Negatives drin. Ja, ich denke, da haben wir doch mit unseren Worten ein bisschen eine Schwierigkeit, eine, ja, Herausforderung. Ja, absolut. Und dann Achtsamkeit ist, glaube ich, auch so eine Möglichkeit. Genau. Achtsamkeit übrigens auch beispielsweise über Meditation. Mhm. Auch wenn ich immer mittlerweile ein bisschen Schwierigkeiten habe mit dem Wort Meditation, denn es ist mittlerweile auch schon ein bisschen verfremdet. Richtig, dargestellt. Was heißt auch meditieren? Was, also, es gibt meditieren? So viele unterschiedliche Arten, ob das alles wirklich Meditation ist. So ist es. Ja. Für mich ist auch einer, der angelt, und dem völlig wurscht ist, ob dann am Ende da ein Fisch dranhängt oder nicht, der meditiert in, ja, diesem Moment. Ne? Ja. Und der gute alte Spaziergang, der eigentlich keinem Zweck dient, ne? Manche holen sich einen Hund, dann wissen sie, warum sie einen Zweck haben. Ja. Also ich musste ja raus. Aber der eigentliche Spaziergang, der eigentlich keinem Zweck dient, ist auch eine Meditation. Mhm. Ja? Absolut. Ja. Und in dieser Achtsamkeit mit sich selbst und in diesem sich zurücknehmen, was den Verstand betrifft, stoßen wir auch auf Antworten. Auch das ist möglich. Mhm. Ja, schön. Naja, und trotzdem, um die Lebensaufgabe leben zu können, ja, weil was bedarf es da? Ich habe im Buch gesehen, schon gespickt, Timing ist eine wichtige Geschichte. Oh ja. Ja. Also es gibt bei der Lebensaufgabe, die zu leben, eigentlich vier Herausforderungen. Mhm. Die erste Herausforderung ist, nutze ich denn meine Talente? Kenne ich, ja, sie und nutze ich sie? Genau. Also wenn das nicht der Fall ist, dann scheitert gleich danach alles. Genau, und das ist einfach ein schöner Selbsterkenntnisweg. Und, ja, ich finde auch immer wichtig, was interessiert mich jetzt und heute? Das kann ja auch schon mal wieder anders sein, als es noch vor 10 Jahren war. So ist, ja, es. Mhm. Nehmen wir mal an, jemand lebt seine Talente und sei es im Hobby. Dann gibt es noch 3 weitere Herausforderungen, um seine Lebensaufgabe vielleicht nicht näher zu kommen. Die erste Herausforderung ist tatsächlich der sogenannte Zen-Zirkel, der Zen-Kreis, wenn der nicht geschlossen ist. Wir haben im Deutschen den schönen Satz, der Kreis schließt sich. Mhm. Das heißt, so viel wie die Energie bleibt in sich, da hat man was zu Ende gebracht. Mhm. Auch im Chinesischen kennt man sowas. Wenn der Zen-Zirkel, der Zen-Kreis sich schließt, dann ist die Kraft da. Ist der Zen-Kreis offen, kann die Energie entschwinden. So, das war jetzt etwas philosophisch, also machen wir es praktischer. Wenn ich zum Beispiel Beziehungsprobleme habe, der Mann schlägt mich, ich werde respektlos behandelt. Mhm. Das ist eine schwere Herausforderung, um seine Lebensaufgabe zu leben. Ja. Wenn ich mit meiner ganzen Familie in Krieg lege und ich ständig Anrufe kriege und ich schieße zurück, und dann wird es schwer, die Lebensaufgabe zu leben. Wenn meine Gesundheit unter Beschuss steht und mir es ganz schlecht geht und ich eigentlich jeden Tag 4-mal zum Arzt renne, ich übertreibe jetzt mit Absicht, dann ist es schwer, die Lebensaufgabe zu leben. Und also diese Zen-Kreise können unterschiedliche Namen tragen. Dann ist das sozusagen die aktuelle Aufgabe. Zwar nicht Lebensaufgabe, aber das ist die Aufgabe, widmen dich dem. Das ruft da, das will gelöst werden. Richtig, ich sage sehr oft zu einzelnen Kunden, na, jetzt klären Sie erstmal Ihre Familiensituation, ja, bevor, ja, Sie sich um Ihre Lebensaufgabe, ja, kümmern. Ja, ja. Viele wollen sich in ihre Lebensaufgabe flüchten, weil die reale Welt ihnen nichts gibt. Ah ja. Das kenne ich auch von irgendwoher, aber ist lange her. Ja, ja, aber sowas hat man, ja, das ist verständlich. Absolut, die nächste Herausforderung ist das Timing, die Zeit. Es ist sehr lustig, dass viele Menschen ihre Lebensaufgabe erstmal gar nicht wahrnehmen und in ihrem Alltagstrott leben. Und dann haben sie so eine Erkenntnis, so geht es nicht weiter. Und dann finden sie etwas, sagen wir einfach mal, es wäre die Lebensaufgabe, muss nicht mal sein. Und das wollen sie jetzt aber sofort machen. Aber das geht jetzt erstmal nicht, kein Geld ist da oder warum kommt niemand, ich habe doch alles richtig gemacht. Mhm. Ja, nur weil du jetzt schnell mal die Erkenntnis hattest, muss jetzt nicht einfach die Welt stillstehen für dich und alles springt dir zu. Ja, sondern es gibt Timing. Es kann sein, dass du einen Zyklus verpasst hast, warte mal, bis der nächste kommt. Es kann sein, dass du Pionier bist und ja, das interessiert jetzt erstmal gar keinen. Ja, das ging mir damals zum Beispiel auch so. Oder auch Timing ist auch nochmal eine Sache, dass man im en Detail zwar alles richtig macht, aber dass man zum Beispiel ein Angebot des Lebens verpasst hat. Aber es gibt immer eine zweite Chance, eine dritte Chance. Und der letzte Grund, der Ort. Nicht jede Lebensaufgabe, die wir haben, lässt sich an dem Ort, an dem man ist, leicht lösen. Deshalb musste ich damals zuerst nach China, weil vor 17 Jahren, als ich begann, dass hier wirklich kein Mensch interessiert hat, was ich da mache. Ich war überrascht. Wieso? Ist doch toll, ist doch cool. Ich habe das überhaupt nicht nachvollziehen können, aber irgendwie kam niemand. Und ja,
über Umwege ging es dann nach China und da war das völlig normal. Ja. Und was man auch wissen muss, das habe ich auch in einem deiner Bücher gelesen, dass in Asien auch in normalen Geschäftsverhandlungen oft noch so ein Gesichtsleser irgendwie am Rande sitzt, der beobachtet die Gesichter und sagt dann dem Geschäftsführer verschiedene Eigenschaften des Menschen. Die sitzen mit am Tisch. Faszinierend, ja. Und ich meine, ich bin jetzt ja in den USA häufig tätig und da gibt es das jetzt auch neuerdings häufiger. Sagst du da auch schon manchmal so am Tisch als Inkognito, so einfach oft. So nehmen? Ja, also Inkognito im Sinne von, der nutzt die Informationsquelle Gesicht. Ja. Es sitzt ja bei anderen Firmen, sitzen ja zum Teil Psychologen am Tisch. Mhm, und so Inkognito ist das dann gar nicht. Ne? Aber man wird vorgestellt als, das ist mein Ratgeber. Ah, okay. Ja, das ist es ja auch. Ja klar, andere Unternehmen nutzen Astrologie und sprechen auch nicht groß drüber. Ist ja okay, es sind einfach Möglichkeiten, den Menschen noch besser kennenzulernen. Etc. Ja. Genau, es gibt viele Möglichkeiten, einen anderen Menschen kennenzulernen. Und da nutzt jeder seine Quellen und jeder, woran er mehr glaubt. Ne? Spannend. Ja, jetzt kommt eine Frage, die dich vielleicht überraschen wird. Und das habe ich beim letzten Mal verpasst. Und ich dachte, ich frage jetzt einfach mal, hättest du Lust, mal kurz mein Gesicht zu lesen? Ich kann mich erinnern, dass wir das letzte Mal aber auch ein bisschen gelesen haben. Lustigerweise ging es um Frisur und Bart und solche Dinge. Das stimmt, da ging es eher um so Äußerlichkeiten. Und nur, wenn du Lust hast, das ist jetzt super spontan. Wir sind nicht vorbereitet, ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich siehst du viel mehr mein Gesicht als ich selbst. Und wir könnten vielleicht das Thema Lebensaufgabe ein wenig drauf machen. Ich sehr gerne. Oh, ja, stimmt, zum Thema. Ich muss dazu sagen, um die Lebensaufgabe zu lesen im Gesicht, lesen wir zuerst die Persönlichkeit von einem Menschen. Also möglichst unverfälscht, nicht das, was über die Jahre sich entwickelt hat, den Charakter, den wollen wir nicht wissen, sondern die Persönlichkeit, der Kern. Den wollen wir nicht wissen. Ja, klar. Ja, bei dem Thema. Ich weiß, Charakter natürlich. Brauche ich bei anderen Themen. Natürlich, ja. Dann schaue ich ein wenig dabei auf die Mimik, die habe ich jetzt so ein bisschen kennengelernt. Dann versuchen wir, die Talente rauszulesen, die ein Mensch hat. Und daraus können wir Rückschlüsse ziehen, um welchen Archetyp es sich handelt. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass das normalerweise schon eine Stunde, eineinhalb dauert. Klar. Wenn man es machen will. Im Schnellverfahren könnten wir Dinge trotzdem bei dir sehen. Sehr gern. Also einfach nur kleinspielerisch, Rückschlüsse, ja? Ja. Fangen wir an mit einem Thema, das wir zuletzt mal hatten. Das letzte Mal haben wir vielleicht auch über die Haarlinie gesprochen, weiß ich nicht mehr. Deine Haarlinie ist die Haarlinie, die man sogenannte Witwenspitze nennt. Die Witwenspitze ist die Haarlinie von einem Menschen, der sagt, kann ich alleine, kriege ich alleine hin. Aber wenn mich jemand braucht, ich bin sofort da. Es sind häufig Menschen, die eine interessante Widersprüchlichkeit in sich tragen, denn sie sind auf der einen Seite, suchen sie die Bühne, sie wollen etwas zeigen, offenbaren, weitergeben, aber im Grunde sind sie schüchtern. Großartig. Ja. Das verbindet sich mit dem Talent der Bühne, so heißt das, Talent of Stage. Also nicht jeder, der laut ist und proletenhaft und raus will, hat das Talent der Bühne, sondern der hat erstmal nur Impulsivität. Talent der Bühne ist eher etwas, ich will zu gegebenem Zeitpunkt mein Thema gerne weitergeben. Das ist Talent der Bühne. Also das wird man dir jetzt zum Beispiel zuordnen. Dann sieht man auch wieder am Bart, den du dir ja selbst rasierst, der dir so am besten gefällt, dass du Struktur, Ordnung, eine gewisse Klarheit weitergeben möchtest, die Dinge, die wild sind, sortieren möchtest und sie entweder Passform oder Verstehform weiterzugeben. Das ist Talent of the Structure. Manche sagen auch Talent of the Architecture, also ein Architekt sozusagen, weil der sozusagen diese Räume gestaltet dafür. Das spitz zu laufende Gesicht bei dir ist ein Feuergesicht. Aber das bist du nicht nur, du hast mehrere Gesichtsformen, aber die Spitze zu laufen, Feuergesicht, das sind Menschen, die Kommunikations als Talent haben, also ein Kommunikationstalent. Die sehr gerade Nasenlinienführung, die wird eher einem linearen Vorgehen, ein Schritt nach dem anderen, nicht Multitasking, nicht 10, 20 Sachen auf einmal eben zugeordnet. Die Form übrigens deines Gesichtes ist, wie gesagt, eine Mischform. Das sind drei Formen drin. Und bei mehreren Formen ist immer, was man sagt, ein Multitalent eben da, weil jede Form hat Talente, also mal drei. Und bei drei Formen sagt man auch immer, es ist ein Mensch, der häufig auch missverstanden werden kann, weil man nämlich dann sich als Sehender nur eine rauspickt, weil es schnell gehen soll. Manchmal fragt man sich auch selbst, wer bin ich? Könnte ich das machen oder das oder das? Und bei drei Formen sagt man auch, du sollst den langen Weg gehen, denn alle wollen entwickelt werden. Eine interessante Form bei dir ist eben auch die sogenannte Hirschform. Der Hirsch ist ein Wesen, der durchaus seine Stärke hat, aber der die nicht ständig zur Schau trägt.
Also der befindet sich ja nicht ständig im Kampf, nur wenn die Wölfe halt auf ihn losgehen. Er zieht sich auch gerne zurück, hat deshalb auch das Talent der Natur. Er zieht sich gerne zurück, er ist gerne im Wald, er hat auch eine gewisse Scheu, aber wenn es drauf ankommt, zeigt er eben Präsenz. Ja. Das ist auch nicht zu unterschätzen, denn das auch das spielt eine Rolle. Also wir haben Feuer und Hirsch, das sind übrigens zwei fast schon wieder widersprüchliche Themen. Feuer heißt ja mit Enthusiasmus, Begeisterungsfähigkeit und all diesen Dingen zu tun. Die Stirnlinien bei dir sind alle sehr gerade, durchgehend strukturiert und sie sind vielschichtig, also auf allen Ebenen zu Hause. Das ist ein Mensch mit vielen Interessen und bei dir ist das verlässliche Wasser beginnt, bringt er zu Ende. So würde man auf die Schnelle deine Stirnlinien deuten. Und du interessierst dich für viele Ebenen. Also du bist nicht ein rein materieller oder ein rein spiritueller, ein rein in der Selbstbefragung verlorener Mensch. Also auch das würde man in dem Fall dazu nehmen. Die dritte Form, die wir bei dir sehen, ist sehr interessant, denn es ist eigentlich schon eine Zweierform. Es ist eine Mischung aus Baum und Kübel. Kübel klingt jetzt nicht so gut, ne? Aber die Chinesen finden Kübel gut, denn es hat was mit dem Erschaffen zu tun. Das sind Menschen, die wollen Fußspuren hinterlassen. Mhm. Talent of the Creator sagt man dazu. Das klingt cool. Das klingt schon besser, klingt besser als Kübel. Talent of Creator, jemand, der Fußspuren hinterlassen will. Der Baum ist allerdings jemand, der will schützen, trösten, Schatten geben. Das, der hat viele Social Skills. Mhm. Der ist gut als Lehrender, gut als Mentor. Also wenn man das mal kurz zusammenfassen will, haben wir es mit einem kommunikativen Menschen zu tun, der durchaus eine Scheue hat, der Struktur geben möchte und auch kann, weil er hat das Talent dazu und er will dadurch Fußspuren hinterlassen. So gesehen bist du hier, glaube ich, ganz gut aufgehoben, denn Kamera, hier ist jetzt nicht unbedingt 400 Leute vor dir und abgedreht ist abgedreht, jetzt ziehe ich mich wieder zurück in meine Thematik. Also so gesehen bist du tatsächlich gut aufgehoben. Aber natürlich ist bei dir die Komplexität die große Herausforderung. Mhm. Also da bräuchten wir wirklich 1,5 Stunden, um uns das in ganz in Ruhe anzuschauen, wohin das geht. Ja. Und welche Lebensaufgabe dann dahinter steht, aus diesem Pool von 60 bis zu 60 Begriffen, ja, da würde ich mir tatsächlich lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen, anstatt jetzt irgendwie so einen Schnellschuss da rauszuhauen. Ja, wow, aber es würde in die Richtung gehen. Wow, ich bin sehr beeindruckt, vielen Dank. Die Brille, hat die was zu sagen, wenn man eine Brille trägt oder nicht und die Form der Brille? Ja, erstmal sagt die Brille, wie gut man noch sehen kann. Ja. Aber die Form der Brille, wenn man sie denn selbst wählt, das merkt man häufig als Brillenträger, wie schwer man sich tut, bis man die passende Brille gefunden hat. Also es gibt ganz wenige, die sagen, ja, nehme ich, danke. Mhm. Ja, daraus könnte man schon was ableiten. Ja, nehme ich, danke, ist ein pragmatischer Typ, der sagt, ist mir wurscht, wie ich damit aussehe, ich sehe jetzt nichts, fertig. Aber wir können schon sehen, dass wenn jemand eben gerenderte Brillen lieber bevorzugt oder runde Brillen oder eckige Brillen, dass man dadurch natürlich auch ein bisschen seinen Geschmack preisgibt. Aber der Geschmack hat auch was mit den entsprechenden Persönlichkeitsmerkmalen zu tun. Man kann also sozusagen wieder Rückschlüsse ziehen. Toll. Ja? Und je kleiner, enger die Brille, umso kleiner und enger dann auch der Blick, den man haben möchte. Ah, okay. Ja, und je weiter die Brille und je weniger Rand, umso freier und unabhängiger und klarsichtiger und weniger begrenzt. Mhm. Toll. Danke dir sehr. Also sehr spannend. Ich glaube, du wirst jetzt noch mehr bestürmt werden von Menschen, die das gerne ein bisschen nutzen möchten. Aber wie gesagt, ich finde, in dem Buch kann man schon sehr viel lernen. Ich bin ganz gerührt. Vielen Dank. Ich bin zwischendurch rot geworden, obwohl du es nicht gesehen hast. Vielen Dank. Sehr schön. Du machst es natürlich auch wirklich sehr wohlwollend. Das kriege ich ja mit. Das ist ja wirklich deine Absicht, im Grunde den Menschen zu helfen. Mehr es geht ums Potenzial. Gell? Ja. Und das Potenzial holt man bei einem Menschen nicht hervor, indem man ihn prügelt. Ja. Ich hoffe, das verstehen auch einige, die Kinder erziehen. Mhm. Und das Wort erziehen tut mir dann schon weh. Ja, ja, weil da ist Ziehen drin. Ja. Also Potenziale holt man hoch, indem man den Menschen in seinem gewinnenden Wesen sieht. Mhm. Ich muss dazu aber sagen, es gibt schon Situationen, in denen es eben nicht um Lebensaufgabe beispielsweise geht, wo ich mir den Kandidaten, mit dem ich es gerade zu tun habe, schon ein bisschen herzhafter zur Brust nehme. Also es geht auch manchmal etwas robuster zu, weil es einfach gerade mal angesagt ist. Nicht alle meiner Kunden sind nette Menschen, sagen wir es mal so. Ja,
Naja, und viele sind halt vielleicht wirklich stur auf dem falschen Weg. Und da gibt es dann, wie ich auch gehört habe, so Lehrsätze von dir, Lernsätze. Magst du da mal so ein Beispiel bringen? Genau. Große Hilfe. In China werden die Lernsätze und Lehrsätze, beide Worte sind jeweils benutzt, als To-Do-Liste gesehen. Mhm. Also deswegen bin ich in China immer sehr vorsichtig, wie ich meinen Lernsatz formuliere. Ich versuche ihn oft blumig zu formulieren, wie ich es gelernt habe, damit der Kunde Spielraum hat, ihn sich zu deuten. Ja. Da gibt es eine endlose Zahl. Den ersten Lernsatz habe ich damals von meinem Lehrmeister bekommen, als ich nach meiner Lebensaufgabe gefragt habe. Was ist denn meine Lebensaufgabe? Und die Antwort war, deine Lebensaufgabe ist, lerne den Mund zu halten. Das ist doch keine, was ist denn das für eine Lebensaufgabe? Mhm. Dann sagte er, doch, da brauchst du ein ganzes Leben dafür. Mhm. Dann, da war ich schwer enttäuscht. Mhm. Später habe ich verstanden, das ist ein wichtiger Lernsatz für mich, um meine Lebensaufgabe zu leben. Mhm. Denn als Gesichtleser musst du lernen, den Mund zu halten. Mhm. Es geht nämlich nicht um dich, sondern es geht um den Klienten. Und schau mal besser hin und halt die Klappe und lass mal den Kunden sprechen, weil du dadurch auch Mimik siehst, Stimme hörst und dadurch auch Rückschlüsse ziehen kannst. Ja. Es gibt endlos viele. Es gibt welche, die sind sehr leicht identifizierbar, lerne den Mund zu halten. Dann gibt es, glaube ich, höchstens noch zu erklären, warum. Aber es gibt auch welche, die sind etwas bildhafter. Zum Beispiel, deinen Schatz findest du niemals in einer Holzkiste. Mhm. Im Silicon Valley habe ich einen Kunden, dem habe ich, glaube ich, 20 Lernsätze gegeben. Übrigens von einer sehr bekannten Unternehmen, das findet jeder auf der ersten Seite seiner App. Ich war schon ziemlich enttäuscht, dass der sich keinen aufgeschrieben hat. Das ist jetzt schon 7 Jahre her. Heute wäre ich, glaube ich, nicht mehr so enttäuscht. Damals sagte ich, Mensch, da habe ich mir die Mühe gemacht und habe die alle rausgesucht und zusammengeschrieben und jetzt präsentiere ich sie ihm. Gut, er hat sie aufgenommen auf Voice Recorder. Das geht ja. Okay. Ein Jahr später sitze ich bei ihm auf dem Beifahrersitz und er fährt mich von Palo Alto nach San Francisco rein, weil es der gleiche Weg ist. Und ich sitze bei ihm auf dem Beifahrersitz und sehe einen meiner Lernsätze aufgeklebt am Armaturenbrett. Und es war genau dieser Satz, the treasure you will never find in a wooden box. Und was heißt das? Also, dass du den Schatz niemals in einer Holzkiste findest, heißt für jeden ein wenig was anderes. Ah, okay. Man soll es ja auch selbst ergründen. Die schnellste Erklärung wäre, dass es diesem Menschen klar sein muss, dass wenn er einen Schatz sucht, es ist nicht die Goldstücke, die er glaubt, die sein Schatz sind. Mhm. Sondern für ihn wird der Schatz etwas anderes darstellen. Ja. Und das ist so ein Hilfshinweis, hey, eifer nicht immer nur dem Geld nach, denn es wird nicht dein Schatz sein. Mhm. Aber da kann jeder so ein bisschen selbst mal erforschen, was das bedeutet. Ich lese diesen Satz und sage, wow, da steht ja einer meiner Lernsätze, die ich dir gegeben habe. Schön, und ich denke, weil es der wichtigste ist für dich, oder? Und die Antwort war, nö, ist der einzige, den ich kapiert habe. Ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst. Ich habe ihn da kleben, dass mir irgendwann mal klar wird, was es bedeutet. Das ist aber toll, das heißt, er will wirklich verstehen. Und dann habe ich auch gesagt, gut, dann belassen wir es auch dabei. Ich werde dir das auch heute nicht übersetzen. Es soll dir irgendwann klar werden. Ja. Toll. Vielleicht noch eine ganz persönliche Frage, wenn du erlaubst. Du selber bist jetzt mit ganz vielen Menschen unterwegs und wahrscheinlich unbewusst ist dann immer schon ein bisschen dieses Gesicht lesen da. Wenn du dich in eine Frau verliebst oder eine Frau kennenlernst, ist dann unbewusst schon auch dieses ganze Lesen da oder schaltest du es komplett aus? Bist du da wie alle anderen Menschen auch? Oder? Ja, mit den Frauen begonnen und enden. Liebe macht blind. So, ja. Liebe macht blind und das gilt auch für den Gesichtleser. Ja. Denn wenn man jemanden kennenlernt und man nutzt gleich so eine Technik, dann weiß man eigentlich, dass es jetzt gar nicht Liebe sein könnte. Sehr schöne Antwort. Sondern man forscht und will gegenprüfen, was würde ich denn groß rausfinden auf der anderen Seite? Ja. Ich würde vielleicht herausfinden, dass sie Gallensteine hat und jetzt bin ich nicht mehr verliebt. Oder, Voll schön. Das macht die Sache rund, weil einfach dem Herzen folgen, dadurch kommst du in deine Lebensaufgabe, dem Herzen folgen, dadurch verliebst du dich richtig. Ich danke dir sehr. Habe ich jetzt etwas sehr grob zusammengefasst. Es ist perfekt, denn die Lebensaufgabe hat sehr viel mit Liebe zu tun, mit Selbstliebe. Wenn ich mich selbst mag, dann tue ich alles, um meine Lebensaufgabe zu leben und nicht in den Tag hinein. Ja, und ich sage jetzt mal, ich glaube ja schon, dass wir da beide aus Erfahrung sprechen, dass es eine unglaubliche Freude ist, seine Lebensaufgabe leben zu dürfen. Und ich sage immer, ich habe meinen Beruf selber erfunden, so wie ich, macht es jetzt auch keiner und bin einfach glücklich, das tun zu dürfen. Ja. Das musstest du förmlich mit 3 bis 4 Gesichtsformen. Gibt es auf dem Markt nichts, was so passgerecht wäre. Ja. Ebenso. Ich danke dir sehr. Eine wunderschöne Begegnung. Danke dir. Alles Gute dir. Thomas. Bin gespannt auf deine weiteren Forschungen und weiteren Bücher. Da kommt sicher noch einiges.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ihr Lieben, ihr habt gemerkt, ich habe gar nicht so viel konkrete Fragen gestellt zum Gesicht, zu den Augen und so, aber da findet ihr ganz viel in diesen wunderbaren Büchern. Und deswegen wünsche ich euch ganz viel Freude beim Selbsterforschen. Alles Liebe.